Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Ja, ich habe mir heute eigentlich nichts Besonderes vorgenommen. Ich möchte einfach nur hier mal weiterbauen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann mal an. Denn die Zeit ist knapp. Schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Auf unserem Industriegebiet. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, Kopfhörer sind ein bisschen zu laut. So, ja, da können wir uns noch ausbreiten ein bisschen. Das ist natürlich sehr gut. So, machen wir mal die Straße darüber. Sehr gut. So, dann würde ich sagen... Ah, da sind noch Flächen frei. Das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich mich da jetzt schon ausbreite. Wieder. So. Hätten wir das erledigt. Wasser habt ihr natürlich keins. Habt ihr keines. Jetzt habt ihr Wasser. Gehen wir hier noch drauf. Und hierher. So, dann hätte sich das erledigt. Haben wir hier, was ist das? Da ist ja eine Feuerwehr. Und warum brennt es da? Noch immer? Liebe Feuerwehr. So, dann würde ich sagen, wir machen hier noch ein kleines Industriegebäude. Und dann schauen wir mal zurück in die Stadt. Denn hier würden wir mal wieder Gewerbegebiet benötigen. So. Was können wir hier herbauen? Ich hoffe, mit der Aufnahme funktioniert heute alles. Ich benutze heute ein neues Aufnahmeprogramm. Ja, ich teste, ich teste. So. Straße höher. Und nein. Das können wir ja hier machen. Genau. Mein Gott. Naja. Besser geht's nicht. Entschuldigung. Würde ich sagen, wir machen hier mal Gewerbegebiet her, wenn das so gefragt ist. So. So da. Dann sind die mal mit Wasser versorgt. Ja, das war's dann auch schon wieder hier. So, wie entwickelt sich unser Städtchen hier? Hier sieht es eigentlich sehr gut aus, muss ich sagen. So. Ich würde sagen, hier machen wir wieder ein paar Wohngegenden her. So, dann brauchen wir noch einen Park. Ich glaube, der hier ist gut. Ah, der ist zu groß, der ist zu groß, der ist zu groß. Würde auch noch einer toll. Ja, sehr gut. Der braucht wieder Strom. So, mit unserem Müllabfuhr sieht es auch derzeit nicht gut aus. Das heißt, wir brauchen... Oh, das geht sich noch aus. Achso, da ist die U-Bahn. Nein! Hier bin ich schon im Wohngebiet drinnen. Na, dann machen wir es hierher. So, noch eine Müllverbrennung. Ja, so gehen wir wieder raus. Ja,
Boah, hier haben die wirklich ein Müllproblem. Gefällt mir überhaupt nicht. Das heißt, wir brauchen hier unbedingt. Das heißt, hier machen wir die Straße mal geradeaus. Bingo. So, und dann machen wir doch zwei Müllverbrennungsanlagen noch her hier. Die können wir hier locker gebrauchen. Und ja, dann wäre das auch erledigt. Na, das schaut schon sehr gut aus hier, finde ich. Irgendwie schon. Zwar leichtes Chaos. Ja, diese Autobahnabfahrt, die stört mich noch. Wie können wir das am besten lösen? Indem wir so eine, also keinen Knoten machen, aber so wie hier herüben. So, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Hier. Ich finde den viel flüssiger. Oder ist das der gleiche? Nein. Ja, das heißt, wir gehen mal da runter. Ja, so. Machen wir wumm, wumm, wumm. So, jetzt schaue ich mal, ob das wirklich der gleiche ist. Nein. Der ist viel kleiner. Der ist viel kleiner. So, schauen wir mal, ob der wirklich flüssiger ist. Dazu werden wir im Spiel mal auf Pause gehen. So. Ja, meine Lieben. Oh, die Feuerwache, die ist hier doof. Die ist hier doof. Die muss ich leider hier ersetzen. Habe ich hier noch irgendwelche Gebäude? Nein. Ich keine mehr. So. Dann kommen. Moment. So. Weg. 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 So, das heißt, das weg, das weg, das weg, hier auch, hier auch, hier auch, hier auch, hier auch. Dann nehmen wir das sicherheitshalber auch weg. So, und jetzt unser Autobahnknoten. Okay, da müssen wir noch weiter rein, da müssen wir noch weiter rein. Okay, und ein bisschen Autobahn noch zurück. So, gehen wir hier. Ups, wir haben den Strom getrennt. Wir haben den Strom getrennt. Achso, da ist noch eine Straße. Da ist noch eine Straße, die habe ich übersehen. Ich glaube, das sieht gut aus. So, dann brauchen wir mal eine Autobahn, aber eine schallisolierte. So, das heißt, hier geht die Autobahn hin. Dann geht sie hierher. Genau. So, das geht auch hierher. Das geht auch hierher. Und das geht hierher. Und das geht hierher. So. Und machen wir noch eine Schallisolierung. So, dann hätten wir das auch gemacht.
Passt. So. Und ich würde sagen, wir lassen es mal laufen. Schauen wir, ob der Verkehr besser läuft auf dieser Abfahrt. Oder auch nicht. Das ist jetzt die Frage. Oh mein Gott, hier kommen wir mal natürlich. Wie fahren die ab? Okay, eine Hardcore Corner. So, können wir die Straße hier mal entfernen. Die Auffahrt hier ist noch ein bisschen kritisch. Ich glaube, die entfernen wir. Dann ist es, glaube ich, flüssiger. Die Abfahrt entfernen wir auch. Okay, da kommen noch welche rauf, die stauen sich. Aber es wird jetzt hier flüssiger. Es wird jetzt flüssiger, muss ich schon sagen. Ja, wir haben leicht der Abrissbirnenprobleme. Aber ich würde sagen, die Auffahrt, die entfernen wir auch. Jetzt haben wir ein Busproblem. Nein. Nein, wir haben wirklich ein Busproblem. Nein, die Busse fahren wieder. Sehr gut. Es sieht schon ein bisschen flüssiger aus. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu viel Abfahrten. Aber, ja. So. Es läuft derzeit ein bisschen besser, muss ich sagen. Okay, hier staut sie sich jetzt dafür. Bei dieser Abfahrt. Ist sie überhaupt an? Ist die? Nein. Zum Glück ist sie nicht Ampel geregelt. So. Ja, cool. Momentan läuft's. So. Haben wir hier Wasser? Nein. No, jetzt haben wir Wasser. So. Kann die Industrie wieder wachsen? Was ist hier im Plingwell-Park? Stromprobleme haben wir hoffentlich nirgends, obwohl wir hier die Leitung gekappt haben. Nein. So. Verkehrstechnisch ist es ja ein Wahnsinn, was sich hier mittlerweile abspielt. Okay, hier aufgrund der Abfahrten und Auffahrten ist es hier noch chaotisch. So. Sehr gut. Können wir hier gleich weitermachen. So. Hätten wir dieses Industriegebiet auch erbaut. So, wie sieht's hier aus? Boom! Nein, oder? Es ist funktioniert hier. Na dann hat es die Feuerwehr nicht retten können.
obwohl wir hier die Feuerwache mittendrin haben, hat es die Feuerwehr nicht mehr retten können. So, was tut sich hier? Ich glaube, hier will niemand arbeiten. Yeah. Ja, auf der Boba-Insel will niemand arbeiten. Ja, das sind alles Snobs. Alles Snobs. Wirklich. So. What can we do is next? Mr. Drankenseeler. Nein, was mache ich? Nein. So. Machen wir hier noch einen Park? Ich sagen, damit die wirklich glücklich sind hier auch, dass sie einen schönen grünen Park haben. So, ich würde sagen, wir machen hier. Wo könnten wir das hinmachen, das Krematorium? Wo könnten wir das hinmachen? Genau, wir machen hier noch ein Krematorium hier. So, ja, also. Es entwickelt sich, würde ich sagen. So, ja, der Steg, der muss bleiben. Na, hier wird man ja gern verbrannt, oder? Straße. So, Bürogebäude. Was kein Wasser nicht hat. Noch. So, dann machen wir hier ja. Doof, aber was soll's. So. Nein, das will ich nicht, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Tschum, tschum. So, dann können wir ja hier noch Gewerbegebiet bauen. Und hier würde ich sagen, hier machen wir auch noch ein Gewerbegebiet hin. Hier auch, das verknüpfen wir dann gleich mit dem Wasser. No. Lalalala. Ja. Gut. So. Ja. Wie ihr seht,
habe ich wieder einiges erbaut. Ich finde, hey, wie geil ist das denn? Es funktioniert. Okay, hier staut es noch. Wir haben hier noch einen mächtigen Rückstau. Aber es sieht hier besser aus. Es sieht hier um einiges besser aus. Sehr flüssig, muss ich sagen. Vom Verkehr. Ja, hier ist eigentlich nicht viel los, aber es wird. Es wird. Wie schaut es mit dem Stau der Züge aus? Ja. Eh klar. Ja, Entschuldigung. Ein Frosch im Hals. So. Also verkehrstechnisch, oh mein Gott. Ja, denen gehen schon die Rohstoffe aus. War ja klar, dass das irgendwann passieren wird. Leute, hier habt ihr eine Verbindung. Ihr könnt die nutzen. So, so. Autobahnanbindung? Nein. Oh ja, hier eigentlich. Hier haben sie eigentlich eine. Also das sollte ja funktionieren. Ja, und hier über einen längeren Umweg, aber ist ja egal. Beziehungsweise die können ja über den Kreisverkehr fahren und dann können sie hier auffahren. Yeah! Ja, habe ich gut gemacht. Oder? Nein. Hier ist die Auffahrt und hier ist eine Auffahrt. Aber hier wieder drauf. Was? Auf die drauf fahren geht ja gar nicht. Was habe ich da gemacht? Ja, die Züge. Ja, die Züge. So. Ja. So, und wie ihr ja wisst, war ich ja zur Ideensammlung in der Stadt. Ideen habe ich leider keine, habe ich nicht viele gefunden. Ich habe es auf Twitter gepostet. Aber, und das sage ich, ich werde, ich sage es auch schweren Herzens, ich werde das City Skylines Let's Play vorübergehend pausieren. Denn, ja, mir gehen derzeit die Ideen aus. Und ja, ohne irgendwelche. Oh, also die Kläranlagen nutzen auch nicht mehr viel. Oh, die sind überlastet. Die sind überlastet. Okay, das ist aber nicht gut, dass die überlastet sind. So, na, das werden wir noch beheben. So. Dann machen wir hier eine. So. Jetzt haben wir mehr Abwasserbeseitigung. Und mein Gott, wir überschwemmen hier alles. Wir überschwemmen hier alles. Ja, wie gesagt. Ich werde das City Skylines Let's Play pausieren. Denn ja, wir sind, glaube ich, jetzt bei knapp über 40 Folgen. Und ja, ich will es weiter fortsetzen. Wann ich es fortsetzen werde, weiß ich noch nicht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Spiel. Neue Spiele sind bereits in den Startlöchern, werden, ich glaube, sollten jetzt gleich kommen dann, an und für sich im Anschluss.
Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bisher mit meinen ganzen Folgen und ihr wartet schon gespannt auf die Fortsetzung. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Jason. Bye.